Wir sind unterwegs, um heute einfach mal einen Spoonfilm zu machen. 27, 28, Schnur hört auf zu laufen. Weg ist er. Ja, große Route abgelaufen, sofort Panik in den Augen. Was ist das? Fängt mal das schöne Männchen an, erstmal den langen Kopf. Auch mal auf den alten Mann hören. Guten Morgen, Leute. Heute wieder vom Wasser, das Trout-Detect-Team vom Walzer. Wir sind unterwegs, um heute einfach mal einen Spoonfilm zu machen. Was haben wir für Spoons? Wie führe ich den? Warum setze ich den und den Spoon zu der und der Zeit ein? Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wäre es richtig schön, wenn ihr unsere Mühe ein bisschen honoriert. Abonniert unseren Kanal, stellt die Glocke ein, so seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich werde jetzt loslegen, ich habe die Spoonroute schon in der Hand. Und jetzt wie immer zu unserem Film versuche ich mal gleich am Anfang ein, zwei schöne Fische zu kriegen. Zielfisch heute, Forelle und Saibling. Hier sind super schöne Saiblinge beim Bass drin. Und ich will mal gucken, vielleicht habe ich das Glück und fange ein mit unseren Spoons. Bis später. So, da hat es gerappelt. Wir sind heute unterwegs hier bei Wild. Und was habe ich für einen Köder im Gepäck? Ihr habt ihn auf meinem Kanal schon mal gesehen. Aber unsere neuen Ice Spoons. Ganz neu ist er nicht. Das ist unser Catcher-Modell. Na, komm her. Und was einfach überlegt wurde, den noch mal ein bisschen attraktiver zu machen. Und da muss man auch mal die Lorbeeren bei uns im Team lassen. Weil die Idee hat der Michael gehabt. Und wir vom Balzer haben sie umgesetzt. Jetzt sieht man hier schön die Oberfläche, wenn er mal reinguckt, der Leon. Und ja, gibt es in 5-6 Farben. Uns war wichtig, eine Glitzeroberfläche zu machen, eine raue Glitzeroberfläche mit einem ordentlichen Kontrast. Ja, und die zeige ich euch heute mal. Und jetzt guckt mal hier, schon der erste Fisch drauf. Und da ist er, Eis. Ich zeige euch mal den Watte. So. So, einmal diese goldene Glitzeroberfläche und mit einem schönen orangen Kontrast. Einer meiner neuen Lieblinge. Also ihr seht das ja, wie die Metallica, nur halt eine raue Glitzeroberfläche mit viel Partikeln. Macht oft den Unterschied. Ich angle jetzt mal weiter. Zack. Gerade wollte ich euch sagen, dass ich jetzt einen neuen Reiz setzen will mit dem Inliner. Und der Leon sagt mir, mach noch einen Wurf. Und schon hat es eingeschlagen. Ich angle immer noch unseren Catcher Eis. Jetzt in einer anderen Farbe. Zack. Und seht ihr, nur mal eben eine andere Farbe. Und schon hat es wieder gerappelt. Wenn wir jetzt hier mal gucken. Guckt euch jetzt mal an hier. Ja, bleibt mal liegen. Grün, Silber. Da, jetzt ist er da. Guckt euch mal die Glitzerpartikel an in der Sonne jetzt. Habt ihr jetzt ja alle mitbekommen, ich bin mit unserem Catcher Eis angefangen. Warum eigentlich? Ich fange doch sonst immer mit dem Inliner an. Ja, ganz klar, Sonne war heute Morgen direkt ein bisschen da. Halb angetrübtes Wasser, ganz viele Glitzerpartikel in dem Eis drin. Ja, musste ich mit anfangen, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt haben wir ein paar Fische gekriegt, ne, ein Saibling, ein paar Portionen, ein Mini-Lachs. Jetzt geht es erstmal in den Erklärteil. Kennt ihr von uns, ne? Wir machen immer einen Erklärteil, damit ihr die Köder auch richtig nutzen könnt, das Beste rausholen könnt, wann ich was fische, warum. Aber danach geht es dann weiter hier mit dem Inliner. Ihr kennt mich, ohne Inliner geht nicht. Ich wollte heute Morgen schon mit anfangen, aber nein, der Leon wollte das nicht. Da hört man natürlich. Oh, scheiße. Also, da sehen wir uns gleich wieder. Am Erklärteil. Genau. Und irgendwie hast du meine Route verhext hier. Ja, ist klar. Ihr habt ja gerade schon mitbekommen, wie wir mit den Ice Spoons gefangen haben. Heutiger Film, Angeln mit Blech, mit Metall. Was haben wir da für Möglichkeiten? Warum brauchen wir eigentlich unterschiedliche Spoonformen und Inliner, Größen, Farben? Da will ich euch jetzt noch mal ein bisschen was zu erklären. Aber bevor es damit losgeht, womit fischen wir überhaupt Spoon? Was brauchen wir denn? Ja, ihr guckt, ich habe hier eine Spoonroute. Unsere Trout Collector Spoon ist eine
ich glaube, 1 bis 5 Gramm und dann gibt es ja auch noch bis 3 Gramm. Also zwei Varianten für jeden was dabei. 1,80 lang, darauf kommt ein Geflecht. Ich habe jetzt hier heute einen 0,4er, könnt ihr aber genauso gut einen 0,6er auch drauf machen. Eine kleine 1000er Rolle, ist hier unser Trautkollektor. Nach etlichen und einigen Feintuning-Sachen, Top-Rolle. Ihr seht selber, ich fische keine Stella mehr. Ich fische mittlerweile die Trautkollektor. Ja, ein Stück Fluorcarbon davor, einen kleinen Ona-Snap und schon sind wir fertig. Ich habe jetzt hier noch unseren Eis dran von gerade, wo wir mit gefangen haben. Aber wann fische ich den Eis? Wann fische ich unseren Searcher, unseren Swindler? Warum? Warum fische ich eigentlich welchen Spoon zu welcher Zeit? Eigentlich so, Searcher, der Sucher, hätte doch heute Morgen mit starten müssen. Nee, ich hatte die Fische ja, wie schon gesagt, schon gesehen. Und es kam gerade schon ein bisschen in der Morgendämmerung die Sonne raus, Wasser leicht angetrübt. Da habe ich mir gedacht, hier, ich fische hier unseren Eis, unseren neuen. Warum? Ihr habt das ja gesehen oder ihr seht es nachher noch. Super funkelnde Oberfläche in verschiedenen Farben. Und das wollte ich damit eigentlich gemacht haben. Aber ich habe hier noch zum Beispiel den Searcher. Ihr seht, der hat so eine eher eckige Form. Damit suche ich die Fische. Warum? Der macht viel Druck im Wasser. Die Fische werden aufmerksam und ich kann sie schneller einordnen, wo sie sind. Und dann kann ich halt weiter fischen mit unserem Catcher oder auch hier mit unserem, wie heißt das, Swindler. Einfach darum, ich habe die Fische gefunden, den Swindler nehme ich, wenn sie ein bisschen tiefer stehen und träger sind, den Catcher, wenn sie ein bisschen im Mittelwasser oder flacher stehen, weil er auch ein bisschen leichter ist und dann die Fische eher zu kriegen sind. Ja, heute Morgen sind wir angefangen mit diesem Glitzer-Optik, weil halt die Sonne ein bisschen rauskam, Fische waren ein bisschen tiefer, wir müssen Reiz setzen und dann bin ich eigentlich angefangen, dunklere Farben zu fischen. Am Anfang gold-orange und je länger der Tag dann dauert, je mehr die Fische gesehen haben und ein bisschen die Aktivität nachlässt und sie passiver werden, nehme ich gedecktere Farben, um den Fisch nicht mehr zu verschrecken. Das ist eigentlich schon die große, man kann es gar kein Geheimnis sagen, es ist eigentlich ganz einfach, mit einer kräftigen Farbe anfangen und je länger der Tag dauert, je gedeckter werde ich. Und so klappt es bei mir auch. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe vorhin auf dem Inliner noch gefangen. Aber warum habe ich da den Inliner gefischt? Ganz einfach, diese Metallica-Inliner-Seite übt natürlich auch einen großen Reiz aus, aber ich kann ihn langsamer führen wie den Spoon. Und die Fische wurden immer passiver und der Spoon, der geht zack, 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 zack. Und der Inliner, wenn ich den langsam führe, der schaukelt von rechts nach links. Und ich habe den Köder halt, wie ihr es aus vielen Filmen von mir schon kennt, länger im Blickfeld der Forelle. Also werden wir auch eher einen Biss kriegen. Das ist eigentlich die ganze Erklärung. Ansonsten Farben hatte ich euch erklärt, wie ihr die wechselt. Immer um einen guten Kontrast zu setzen, kann ich euch nur so als Tipp geben, ein paar Metallica-Farben zu haben, ob es jetzt als Catcher oder als Inliner, das sei mal dahingestellt dann. Dadurch kann ich oft noch, wenn die Sonne aus Wasser scheint, diesen extra Reiz setzen durch das Gefunkel. Ihr kennt das aus den Filmen, es klappt eigentlich relativ gut damit zu fangen. Und das ist eigentlich auch schon das ganze, wie soll man sagen, Hexenwerk, wiederholt man sich, aber das ganze einmal eins beim Blech- und Spoonfischen. Ich werde jetzt mal weiter mit dem Metallica Inliner angeln. Wir schauen mal, was wir jetzt damit fangen. Ja, gerade noch beim Auswerfen Tüdel gehabt, rausgemacht. Erster Wurf, ich sag euch, ich muss mich umdrehen. Erster Wurf, und wer hat recht, wäre ich heute Morgen mit dem Inliner angefangen, hätte ich schon 3 Stück von 5 Kilo und noch 10 Fische mehr. Aber meine Regie hier an meiner Seite wollte das ja nicht. So, und jetzt guckt mal rein hier. Inliner, Leon. Ich habe das anders in Erinnerung. Ja, ihr seht, ne, der Spaß kommt bei uns auch nicht zu kurz. Natürlich hat man immer ein Programm, was man abfischt und was wir euch zeigen wollen. Aber ist eine Genugtuung. Erster Wurf mit dem Inliner, bang. Tja, auch mal auf den alten Mann hören. Jetzt haben wir euch ja gezeigt, unsere kleine Neuheit und überhaupt, Angeln mit Metall, mit Spoons und Inlinern. Ja, aber wie führe ich die? Ihr kennt das schon aus vorherigen Videos. Ich mache da gar kein Hexenwerk raus. Dieses zweimal twitchen rechts, zweimal twitchen links und was es da noch so alle gibt, halte ich eigentlich für uns Normalo-Angler
eher unangebracht. Natürlich twitche ich meinen Spoon auch mal leicht, ihr seht hier so ganz leicht. Aber wir haben echt drauf geachtet bei unseren Spoon-Modellen, die wir haben. Sei es jetzt der Catcher, der Swindler, der Searcher, Sunny und Co., die Kleinen, dass es relativ einfache Spoons sind. Was soll das denn heißen, einfache Spoons? Einfache Spoons heißt, guck mal, ich werfe ein, lass den auf die gewünschte Tiefe absinken und fange langsam an zu leiern. Was ich bei der Führung immer mache, ich wechsle immer mal wieder die Geschwindigkeit, nur um Reiz zu setzen, oder mache so einen kleinen Mini-Twitch. Wobei ich diesem Twitchen immer ein bisschen skeptisch gegenüber bin. Es bringt manchmal Fisch, aber die bessere Wahl ist, den Reiz dauerhaft zu senden und hochzuhalten. Seht ihr, jetzt halte ich an, lasse den Spoon ein bisschen durchsacken und kurbel wieder ein bisschen schneller jetzt im ersten Moment, weil ich ja wieder auf meine Höhe will. Ein bisschen achtet halt darauf, dass ihr die richtige Tiefe trefft. Auch das ist kein Hexenwerk. Ich erkläre euch das nochmal. Ich werfe aus, kommt auf die Oberfläche und fange an zu zählen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Schnur hört auf zu laufen. Also habe ich 8-mal gezählt, der ist ganz unten. Jetzt ziehe ich, kurbel ich an in meiner Geschwindigkeit und fische den Grund ab. Und so fische ich halt die ganze Wassersäule durch. Beim nächsten Auswerfen, wenn der Teich 8 Nummern tief ist, sage ich jetzt mal, fange ich bei 7 an zu kurbeln, danach bei 6. Und so kann ich alle Wassertiefen durchfischen und erstmal gucken, wo die Fische stehen. Habe ich dann die Fische gefunden, ich sage jetzt mal bei 3 oder 4 von der Wassertiefe her, dann bleibe ich in dieser Tiefe. Jetzt sehe ich hier gerade einen Fisch, lass den Spoon mal absinken, aber der hat kein Interesse, also weiter geht's. So. Also auswerfen, ich zähle jetzt 8 war die Tiefe, 21, 22, 23, 24. So, jetzt bin ich ungefähr im Mittelwasser und fange an zu kurbeln. Also alles ganz easy gehalten. Und jetzt bin ich gerade sehr langsam, ihr seht das. Und jetzt beschleunige ich den Spoon, das heißt, der kommt jetzt automatisch ein bisschen höher. Warum? Weil ich ihn durchsacken lassen will durch den Stopp. Spoon ist am Taumeln und weiter geht's. Ja. Und das ist es eigentlich schon zur Führung. Ihr müsst da selber euren eigenen Stil so ein bisschen finden. Aber so als Anleitung sollte da jeder was mit anfangen können, so wie ich euch das jetzt erklärt habe. Und ihr solltet auch eure Fische damit fangen. Ihr habt es ja auch bei uns gesehen. Ich habe den ganzen Morgen so gefischt und wir haben die Box fast voll. Ne? Heute keine Riesen, aber schöne kleine Lachse und Portionsforellen. Und das macht's Angeln doch auch aus. Es muss nicht immer der XXL-Fisch sein. Einfach mal ein bisschen Action am Wasser, viele Drills, viele Bisse, dafür gehen wir doch los. So, was haben wir vergessen? Nein, vergessen haben wir es nicht. Stille Route wollte ich euch noch was zu sagen. Ganzen Tag über, auch morgens in der aktiven Phase noch, haben wir auf die stille Route gefangen. Heißt, Jungs, ans Wasser, als erstes die stille Route aufbauen und dann anfangen aktiv zu angeln. Und ihr habt es ja vorher gesehen oder auch vorhin schon gesehen, bis auf der stillen Route, du stehst 5 Meter weg, bah! Und ab geht die Post. Ja, haben wir etliche schöne Fische gefangen. Leider einen noch verloren, ihr seht es ja auch, einen schönen großen Lachs. Aber Credo ist, nehmt euch nicht die Chance mit der stillen Route. Heute ganz klassisch, Stehaufblei drauf, Vorfach dran, kleine Schrotblei drauf, die Höhe eingestellt. Wir haben heute mit Teich gefangen, mit auftreibenden Gummis gefangen. Und auf Deutsch gesagt, hat die mir schon ganz schön auf den Hintern gerettet am Wasser. Deswegen denkt immer dran, eine Spiro mitzuhaben. Bei uns heißt es Spiro 25 oder Spiro 55. Und ihr seid am Wasser super gewappnet. Seht ihr, und deswegen hat man einen Freilauf, dass die Rute nicht ins Wasser geht. Ja, große Rute abgelaufen, sofort Panik in den Augen. Was ist das? Und es ist ein schöner Lachs. Ja. Ja. Und ihr seht schon, die Rute muss mehr arbeiten, die Spiro. Kein Monster, aber doch bestimmt ein 2 Kilo Fisch. Und da ist er weg.
aber das ist Angeln. Und was ist passiert? Ich will es gar nicht sagen. Ich habe die stille Rute hier liegen. Jetzt guckt euch das mal an, eine schöne kupfergoldene. Ne, eine Kupfer. Herrlich. Ich sag's immer wieder, Leute, guckt euch mal das schöne Männchen an, erstmal diesen langen Kopf. Ich zeichne euch gleich nochmal. Jetzt versorge ich den Fisch und dann zeige ich es euch nochmal. Aber was ich euch noch mitgeben will, vernachlässigt nicht die stille Rute. Guckt euch das heute wieder an. Etliche Fische aufs Buhn, gerade besonders auf den Eis, aber die stille Rute ist unschlagbar. So, schöner Abschluss, noch eine kleine Kupferforelle auf die stille Rute. Ich bin mehr als zufrieden. Einfach ein bisschen Teich, eine Bienenmade davor, abgelegt, 50 cm hoch. Nehmt euch diese Chance nicht. Ans Wasser gehen, stille Rute raus und dann wird aktiv gefischt. Fisch auf Ansage. Ausschmeißen, Inline absinken lassen. Jetzt taumelt der schon so schön. Und guck mal, in Zeitlupe. Und da habe ich einen Fisch auf Ansage. Auf der stillen Rute, die geht schon ab. Aber nicht auf meinen Inliner gerade. Kurbeln. Und ich sehe, die stille Rute geht und die geht. Und jetzt geht sie wieder hoch. Ich habe ja nicht gesagt, auf welche Route auf Ansage, oder? Immer drauf getackt, jeden Wurf. Oh, ein Fisch. Ja, die stille Route und insbesondere meine geliebte Spiro. Ach, steht sogar noch mein Name drauf. Ich versorge den mal und dann versuche ich noch mal auf eine Ansage. Angeltag geht rum, ihr habt es gerade gesehen. Zum Schluss gab es noch ein schönes Kupferforellenmännchen, schöner Schnabel dran. Auch wieder auf die stille Rute, was ich vorhin erwähnt habe. Schwieriger Tag heute, Fische waren sehr passiv. Sonne stand früh am Himmel, was auch nicht einfacher macht. Aber wenn ihr euch so ein paar Tipps mitnimmt, einfach mal das eine oder andere ausprobiert, so wie wir das auch machen, bin ich mir sicher, dass ihr euren Erfolg haben werdet. In dem Sinne wünsche ich euch in der Zukunft jetzt viele dicke Fische, schöne Angeltage. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir machen wie immer regelmäßig unsere Filme und vielleicht habt ihr auch mal ein Thema, was ihr aufgegriffen haben wollt. Speziell Olaf, Leon erklärt mal das und das, dann machen wir das für euch. Bis dann auf dem Balzer-Kanal.